Werner Ferrari wurde am 29. Dezember 1946 in der Schweiz geboren. Er war ein einfacher Arbeiter. 1971 ermordete er einen 10-Jährigen, wofür er zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Nach nur 8 Jahren jedoch wurde er wieder entlassen. Zwischen Mai 1980 und August 1989 wurden in 8 schweizerischen Kantonen 11 Kinder zwischen 6 und 14 Jahren entführt. 8 der Kinder wurden brutal ermordet aufgefunden, von 3 weiteren fehlt bis heute jede Spur. Am 30. August 1989, 4 Tage nach dem letzten Mord, rief Ferrari die Polizei an und gab an, mit dem Mord nichts zu tun zu haben. Kurz darauf wurde er verhaftet und er gestand, 4 Morde begangen zu haben. 1995 wurde Werner Ferrari wegen 5-fachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Schuld an einem der 5 Morde konnte mittlerweile vollkommen widerlegt werden. Die Spuren stimmten nicht mit der DNA von Ferrari überein. Am 10. April 2007 wurde das Urteil für diesen Mord aufgehoben. Dennoch bleibt Ferrari wegen der anderen 4 Morde lebenslang in Haft. Ob er für mehr als diese 4 Morde verantwortlich ist, bleibt bislang unbekannt.